Das Gehalt von Fotografen variiert wahrscheinlich von gib mir mal einen Fuffi bis hin zu den Fotografie-YouTubern wie Jaworski oder Wiesner, aber auch Künstlern, die mehrere 10.000 Euro, wenn nicht sogar Hunderttausende Euro für ihre Kunstwerke verlangen. Im heutigen Video geht es deshalb darum, was du realistischerweise erwarten kannst, wenn du Fotograf wirst. Wenn du wöchentlich neue Videos rund um die Themen Foto und Film willst, dann würde es mich sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und die Glocke drückst, damit du kein Video mehr verpasst. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan und ich bin Foto- und Videograf aus Österreich. Wenn man den Begriff, also den Suchbegriff Durchschnittsgehalt Fotograf in Google eingibt, dann findet man so manche Ergebnisse. Und manche Webseiten listen das sehr, sehr genau auf. Und das fängt an bei Berufseinsteigern, also Lehrlingen, die in den ersten zwei Lehrjahren relativ wenig, also 400-500 Euro, bis hin zum dritten Lehrjahr vielleicht 700 Euro verdienen. Wenn man dann ausgelernt ist, verdient man logischerweise mehr und da wird dann das Durchschnittsgehalt mit 1.500 Euro brutto bis 2.500 Euro brutto angegeben. Also das lässt wahrscheinlich die meisten von euch jetzt nicht in Freudensprünge ausbrechen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsgehalt, also von Frauen, Männern und von allen Berufen in Deutschland bei ca. 4.000 Euro brutto im Monat liegt. Also da ist schon einmal ein großes Gap, aber ich denke, dass es selbst Fotografen im Angestelltenverhältnis gibt, die weit mehr wie die 2.500 Euro brutto verdienen. Nicht vergessen, das sind natürlich nur Statistiken und Durchschnittswerte. Also selbst wenn da mit 2.500 Euro maximal das angegeben wird, dann heißt das nicht, dass das der Wirklichkeit entspricht. Und es wird viele darüber geben, manche sicher auch darunter. Also so genau darf man das hier nicht nehmen. Und meiner Meinung nach in Wirklichkeit hat das jetzt wenig Aussagekraft darüber, was du wirklich als Fotograf verdienen kannst. Also so viel zu den statistischen Werten. Jetzt ist es aber in der kreativen Branche so, dass es natürlich nicht nur die im Angestelltenverhältnis gibt, sondern auch all jene, die das selbstständig oder als Unternehmen betreiben. Und das reicht wahrscheinlich von wirklich dem, der das nebenberuflich, nebenerwerblich macht und wirklich für eine Taufe, wo er 4-5 Stunden unterwegs ist, dann noch Zeit in der Nachbearbeitung braucht, für den berühmten Fuffi das Ganze macht, also für 50 Euro, 100 Euro. Dann geht es weiter mit den ganzen Dienstleistern und die Tagessätze variieren da sehr, sehr stark, angefangen von 300 Euro bis 1000 Euro oder weit über 1000 Euro. Es ist also sehr, sehr schwierig zu sagen, was da wirklich möglich ist und eine Aussage zu treffen. Also das kommt dann auch aufs eigene Können an, aber nicht nur das Können, sondern natürlich, wie man es schafft, sich persönlich zu vermarkten. Denn genau in die Gruppe der Selbstständigen fallen natürlich auch die YouTuber, Influencer oder auch der berühmte Künstler, der seine Bilder für zigtausende Euro verkauft. Also hier eine Aussage zu treffen ist fast unmöglich. Und ich würde mich jetzt über Stefan Wiesner zum Beispiel selbst nicht schätzen trauen, was der so verdient. Da er es aber selber in einem Video getan hat, möchte ich nur kurz darüber reden. Also er gibt an mit YouTube-Einnahmen, also die Werbung, Affiliate-Links und alles so rundherum, um das ca. 7.200 Umsatz im Monat zu machen. Dann gibt es noch die anderen Dinge, die er macht. Also er hat ja zum Beispiel ein eigenes Magazin, das er verkauft. Und der Umsatz, den er hier angibt, sind die 8.000 Euro. Und wenn wir das summieren, dann sind es insgesamt 15.200 Euro im Monat. Da zieht er jetzt sein Gehalt und das von seinen Mitarbeitern und sonstige Ausgaben ab, die man eben als Unternehmer hat. Und ich würde jetzt sagen, sein Gewinn ist einmal sein Gehalt plus eben was beim Betrieb rauskommt. Und wenn wir sehen, er zahlt 8.500 brutto an Gehältern, dann ist das sicher mal die Hälfte, was er sich nimmt, plus die 1.600, das Ganze dann versteuert. Man sieht, es ist jetzt vielleicht nicht das, was man sich erwartet, er kann aber sicher schön leben davon. Du siehst, ich kann das, was ich im Intro geteasert habe, also wo ich versprochen habe, ich sag dir, was realistisch ist, was man als Fotograf verdienen kann,
gar nicht wirklich halten. Ich kann natürlich sagen, es wird sich da irgendwo in der Mitte abspielen, also im Angestelltenverhältnis von 1500 bis 2500 brutto, sicher rauf bis 4000 brutto, wenn du sehr gut bist. Und als Selbstständiger ist die Spanne sehr, sehr groß und da kommt es wahrscheinlich nicht mal darauf an, wie gut du fotografieren kannst. Also das ist die Mindestanforderung. Du musst gut fotografieren können, du musst die Lichtsetzung beherrschen, du musst einfach dein Handwerk beherrschen. Du musst sicher nicht der Beste sein, aber du musst das gut genug können. Worauf es dann wirklich ankommt, als Selbstständiger, als Unternehmer, ist deine Fähigkeit, das zu platzieren am Markt und zu verkaufen, dass du deinen Wert dafür erhältst. Also einen Faktor gibt's da, den ich einfach nicht kalkulieren kann. Und der Faktor bist du selbst. Ich kann nicht sagen, wie viel Aufwand, wie viel Zeit, wie viel Energie du in dein Fotografie-Business oder in dein Angestelltenverhältnis stecken willst und welche Erfolge du erzielen willst. Und deswegen kann ich sagen, es wird sich in dem Bereich abspielen. Aber einen realistischen Wert zu nennen, wäre einfach schlichtweg falsch, weil das so stark von dir persönlich abhängt. Die Möglichkeiten als Fotograf Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein, die sind auf alle Fälle da. Und durch die Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, werden es immer mehr und die Fotografie- und Videografie-Dienstleistungen werden immer mehr gefragt. Es hängt also wirklich von dir ab und das kannst nur du entscheiden, ob du ein gut dotierter Werbefotograf wirst oder im Nebenerwerb vielleicht ein paar Euro dazu verdienst. Was aber das Wichtigste ist für den Erfolg, ist meiner Meinung nach, du solltest nie das, was du magst, deinen Beruf auswählen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Also wenn du Fotograf werden willst, weil du wen kennst, der damit gut Geld verdient, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Oder auch jeder andere Beruf. Du solltest nicht schauen, okay, was verdient ein Ingenieur, was verdient ein Arzt und dann sagen, ja, das ist mein Beruf. Das ist sicher nicht das Rezept für den Erfolg. Meiner Meinung nach ist hier der richtige Ansatz zu schauen, wo sind meine Hobbys, was mache ich gerne und das dann zum Beruf zu nehmen. Denn das ist meiner Meinung nach auch das Erfolgskonzept. Wenn du etwas hast, wo du aufstehst, jeden Tag in der Früh, das du gerne machst, dann wirst du auch gut sein und du wirst auch die Möglichkeiten und die Lösungen finden, die notwendig sein, um erfolgreich zu sein und das Geld zu verdienen, was du dir wünschst zu verdienen. Ist es aber umgekehrt und du schleppst dich jeden Tag in die Arbeit, du quälst dich und hast keinen Spaß daran, dann ist meiner Meinung nach auch das Potenzial begrenzt und du wirst nie richtig erfolgreich sein damit. Schlussendlich wird es aber immer davon abhängen, wie gut du dich am Markt platzieren kannst, wie gut du dich online, offline oder wo auch immer verkaufen kannst und deine Dienstleistungen, dein Produkt positionieren kannst, damit du ein Alleinstellungsmerkmal hast, wo die Leute auch gewillt sind, dafür Geld auszugeben. Also das wird sicher die wichtigste Fähigkeit in Zukunft sein. Und das Gegenargument zu dem ist oft, ja, die Fotografie durch die Öffnung des Gewerbes, die ist überschwemmt mit Amateuren, die verlangen so wenig Geld und man kann einfach kein Geld mehr mit der Fotografie verdienen. Und das ist meiner Meinung nach aber völliger Blödsinn. Denn wenn die Positionierung stimmt, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann sind die Leute auch gewillt, wirklich zu dir zu kommen. Und schauen wir uns das Ganze in der Gastronomie an. Da war ja früher mal die These, dass McDonald's alle Gasthäuser eliminieren kann, weil eben niemand mehr Geld bereit ist auszugeben, wenn das so günstig dort ist oder eben Fast Food. Und in Wirklichkeit hat sich natürlich am Gasthäuser einen Teil ihres Geschäftes verloren. Manche sind wahrscheinlich sogar eingegangen und haben das nicht überlebt. Aber jeder, der Markt ist so groß gewesen, der ist natürlich dann kleiner geworden. McDonald's hat es geschafft, den zu teilen. Und jeder, der da mit McDonald's konkurriert, der wird wahrscheinlich verlieren. Aber es gibt ja in dem großen Markt der Gastronomie andere Bereiche, wo man sich trotzdem etablieren kann und die Leute werden trotzdem kommen, auch wenn man teurer ist wie McDonald's. Und ich persönlich bin jetzt auch keine Konkurrenz für McDonald's, weil ich ein guter Koch bin, ich habe eine Küche zu Hause, ich kann da kochen, ich mache gute Burger und ich lade meine Freunde ein. Dann bin ich auch keine Konkurrenz für McDonald's. Und genauso wenig ist der Hobby, der
Fotos gratis macht für irgendwem oder sehr wenig verlangt, keine Konkurrenz für jemanden, der mehr Geld verlangt. Denn wenn man sich hundertprozentig ehrlich ist, nehmen wir mal zwei Beispiele. Bleiben wir bei der Hochzeitsfotografie, das ist mein Metier, dann gibt es Leute, die da 5.000, 10.000 oder mehr verlangen. Dann ist das ja nicht wirklich eine Option für jemanden, der sich einen Hobbyfotografen für 500, für 1.000 Euro nimmt. Dann, das ist keine Option. Dieser Kunde wäre niemals bereit gewesen, 5.000 Euro auszugeben. Das ist eine Illusion und das wäre so nie passiert. Das heißt, wenn aber der da die Kunden anspricht, die nur 1.000 Euro oder 500 Euro ausgeben wollen, dann macht er einen Fehler in seinem Marketing, in seiner Werbung. Und nicht der, der das günstiger anbietet, ist schuld, sondern der, der nicht versteht, wie er sich positioniert. Das klingt jetzt erstmal hart, ist aber in Wirklichkeit so. Und es gibt genügend Beispiele am Markt, die vorzeigen, wie man das macht, wie man das machen kann, dass man sich positioniert und dass man auch in der Fotografie entsprechend Geld verdient. Oft kommt dann noch das Thema, ja, aber in meiner Region. Und das ist auch ein vollkommener Blödsinn, denn in jeder Region gibt es Leute, die bereit sind, Geld auszugeben. Und wenn es die Leute wirklich nicht gibt, dann muss man einfach flexibel genug sein und sagen, okay, dann fahre ich halt die 100 Kilometer mehr dorthin, wo die Leute bereit sind, Geld auszugeben. Und wenn man diese Flexibilität jetzt bei so kleinen Dingen wie zum Beispiel dem Fahren nicht aufbringen kann, dann wird es schwierig sein, als Selbstständiger, als Unternehmer in dieser Welt überleben zu können. Das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du mehr zum Thema fahren willst oder mit mir über das Thema sprechen willst, dann schau in die Beschreibung, da gibt's mehr Infos. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und unseren Kanal abonnierst. Danke für deine Zeit, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!